Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Prince of Persia. Ich bin's euer Bing. Und wir legen mal direkt wieder los. Und trümmern erstmal hier eine Wand kaputt. Mann, geht doch. So. Und ja, dieses Kapitel heißt jetzt der Tagesanbruch, denn langsam wird es wieder Tag. Wir trinken uns erstmal schön ein. Bei dieser Hitze ist das nicht verkehrt zu trinken. Weil heute heißt es der Tag des Jahres und was, ne? Und es ist gerade Mittag und da soll man ja nicht in der Sonne liegen. Wir müssen die Tür öffnen. Sucht nach einem Schalter. Wir müssen die Tür öffnen und nach einem Schalter suchen. Hm, guck mal, hier ist ein Schalter. Die Tür ist offen. You don't say. Gehe rein. Nicht! No. Wartet auf mich! Hat so gerade noch funktioniert. Die Tafel der Soldaten. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen, die beim Abendessen kameradschaftlich miteinander lachten, wie die Männer meines Vaters in Seraph in aller Ruhe, da sie sich im Palast sicher vor Feinden fühlen. Wie sollten sie ahnen, dass der Feind schon unter ihnen war? Na, Junge! So, und da sind wir jetzt hier im Kampfgeschehen. Und, ja, es ist heute ziemlich heiß. Nö, ich helf dir nicht, Pfarrer. Kannst du mal gerade selber machen. Ey. So, den Dicken, den holen wir uns jetzt noch. Jawohl, gerade noch so geschafft. Pfarrer, geht's noch ganz gut? Ja. Wie soll man da erstmal so stehen bleiben? So. Ah, Junge. So, den haben wir jetzt auch. Sehr schön. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich heute noch erzählen kann. Das wird auch nur eine kurze Aufnahmesession. Das wird nicht so lang werden wie gestern zum Beispiel, wo ich ja wirklich 3,5 oder 3 Stunden gespielt habe. Ja, jetzt dürfen wir erstmal die Zeit zurückdrehen, weil ich unachtsam war. Und ich merke selber, dass ich so ein bisschen ruhiger bin, als ich zum Beispiel gestern noch gewesen bin. Das hat aber auch wieder einfach nur mal wieder damit zu tun, dass ich extremst müde bin. Ja, und eigentlich nur jetzt gerade noch ein bisschen Prince of Persia spielen wollte, bevor es gleich schon auf allem geht. Und ja, da kann man ja eigentlich jetzt mal drüber reden. Und zwar gestern war ja erste Pokalrunde. Und was sich da die Hoffenheimer gegeben haben, das finde ich ja irgendwie lustig, ne? Die haben 4-0 gegen Viertligisten verloren und ja, das finde ich schon unterhaltsam. Oh, Junge, nee, da spule ich mal zurück, Junge. Das geht gar nicht hier. Jawohl, ja. Spur schneller zurück, Mann. Zurück. Ja, komm, Fahrer, mach du das mal. Sonst bist du doch hier immer diejenige mit den großen Ideen. So, und... Jawohl. Kaputt ist er, aber es war noch nicht alles. Ja, du hast das alles schon mal erlebt, weil das gerade passiert ist. Nur ein bisschen anders. Boah, wie ich diese Typen hasse, ne? Das geht gar nicht. Komm. So, jetzt aber hier auf die Kauleiste und zack. Und weiter geht's mit dir. Du kriegst jetzt auch nochmal richtig. Und zack. Und natürlich du auch. Also ihr beide eigentlich. So, jetzt an. Sind die gleich immer fertig? Oh Mann, schon wieder zurückspulen. Das gibt's doch gar nicht. Hier. Bisschen mehr Konzentration hier an den Start bringen. So, und jetzt nochmal. Ja, bringt euch gegenseitig um. Dass er mit seinem kleinen Schwertchen da so ein Riesenschwert abblocken kann, das halte ich auch für ein kleines Gerücht. Aber nun gut, das ist nun mal in so einem Spiel so, da muss nicht immer alles hundertprozentig sein. Hauptsache, es macht Laune und das macht es. Denn wir sind hier wieder richtig gut dabei am Kämpfen. So,
So, jetzt der Penner ist auch eingetütet. Und der nächste, jawoll. Und du auch. Ey, sag mal, Kollege. Findest du das die nette Art und Weise, jemanden abzulehnen, du Penner? So, und jetzt lass mich durch. Ich muss den eintüten, jawoll. Und du kriegst jetzt auch noch das, was du verdienst. Das war ein Dolchenrücken. Und das war's schon wieder. Yeah. Und wir dürfen wieder speichern. Und das tun wir doch liebend gerne. Ui, und Roll, Action und Rin. Ja, jede Menge Fallen scheinen uns zu erwarten. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Vielleicht mal ein wenig weniger Kämpfe, das wird vielleicht diesem Let's Play mal gut tun. Wobei die Kämpfe doch gerade das Interessanteste sein sollten. So, und jetzt müssen wir hier nicht hier lang, aber ich will hier natürlich wieder alles auskundschaften, denn wir wollen ja mit so vielen Sandcontainern wie möglich das Spiel beenden. So, da vorne gibt es erstmal was zu süppeln. Das nehmen wir doch mal mit. Und ich mache jetzt auch mal einen hier auf Trinken. Ja, ja. Die Suppe läuft nämlich heute hier wie aus Eimern. Aber es ist doch ein schöner Tag. Auch wenn es für meinen Geschmack schon fast zu warm ist. Ja, ja. Aber ich versuche doch schon. Boah, Mädchen, wenn du jetzt schon wieder mit anfängst, hier jedes Mal rumzukommen. Keuchen, wenn ich hier runterfalle, dann springe ich hier aber gleich mal absichtlich runter. Gucken, was du dann noch sagst. So, hier sammeln wir erstmal diese Wolke ein. Und ich glaube, wir brauchen wieder nur noch eine Wolke, bis wir dann endlich wieder einen neuen Sandcontainer haben. Und hoppsa, jawoll. Weiter geht's hier. Und Wandlauf. Yeah, cooler Typ. Hier geht jetzt die Tür auf. Und durch. Und da ist eine Zugbrücke, die wir scheinbar betätigen müssen. Ja, der Palast mal ein wenig von außen zu begutachten. Solange hier keine Flattermänner kommen, soll es mir auch egal sein. Nur die sind extrem nervtötend. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ah! Junge, springt der da freiwillig runter schon? Na, was macht der denn? Ach, ich sollte vielleicht nicht die rechte Maustaste drücken. Ja, so geht's. Und weiter. Und noch einmal. Okay. Ach, wir müssen wahrscheinlich in die andere Richtung. Und dreh dich. Und hoch. Jawoll. Und da kommen erstmal Fallen aus dem Boden, die uns hier hindern wollen. Jawohl. Das sind ekelhafte Fallen. Die mag ich nicht. Welche mag ich besonders nicht? Aua. Lass mich halt hier. Hat doch niemand was getan. Ich will doch hier gar nicht einbrechen in diesen Palast. Ich will doch hier rausfinden. Denn ihr habt hier ein kleines Problem, Kollegen. Hier sollte man vielleicht den Wandlauf starten. Aber nicht nach oben hin, sondern vielmehr zur Seite. Jawoll. Und da ist er doch. Like a Boss unterwegs. So, ich guck gerade mal, ob hier noch irgendwas war. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind hier richtig. Und hoch und abspringen. Jawoll, ja. Na, komm, und jetzt runter. Ja. So mag ich das. Ja, ich weiß. Schön für dich, dass du da bist. Ist auch gut, dass du noch da bist, denn ich habe hier noch so, keine Ahnung, was der gute Prinz wohl über sie denkt. Weil eine Süße ist sie, ja, kann man ja jetzt nicht sagen, aber sie ist schon ein bisschen, ne, nervig. So, wenn es um manche Sachen geht, so Vorsorge vor allem, Fürsorge meine ich natürlich. Danke. Ah, danke. Schon gut. Könntest du auch mal ein bisschen höher honorieren. Wie wär's mal mit einem Küsschen? Ach, egal. Lassen wir die Frauen mal Frauen sein. Und
bewegen uns hier weit. Wir sind über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Ey, ich will da rein, Kollege. Und nun? So. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Endlich macht sie sich mal nützlich. Und zack. Ja gut, jetzt brauchen wir noch einen Sandbehälter und dann haben wir ihn. Abgesprungen und jawohl, Schalter betätigt. Wunderbar. Geschafft. Das ist ja wirklich eine Wucht. Dass wir das geschafft haben. So, jetzt geht's hier auf. Und wo ist sie jetzt hin? Da vorne ist sie schon. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier Gegner kommen. Oder ob die uns mal in Ruhe lassen. Ach, guck mal, hier können wir runter. Ja, geht doch. Das wäre der einfachere Weg gewesen, glaube ich. Na, egal. Sind wir halt den Weg gegangen, der das Spiel früher uns vorgeschrieben hat. Oder vorgesehen hat, so. Und wollen wir mal hoffen, dass diese Brücke jetzt nicht einstürzt. Ach, natürlich. Da kommen die Penner schon wieder. Meinen hier mal ein bisschen Rambazamba spielen zu wollen, wa? Oh, da musste ich gerade mal ein bisschen die Nase hochziehen. Vielleicht hat man das gehört. Ich werde es rausschneiden. Ach, wieso nimmt er denn nicht auf? Jawohl. Und jetzt mach ihn kaputt. Jawohl. Und weiter. Ja, nochmal. Typ, ey. So, jetzt reicht's mir. Na, ich muss doch zurückspulen. Verdammt. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. So. Was zur Hölle? Wie geht das denn? Da hat er uns hier aber erwischt. Das war mal so richtig, der Penner. Aber jetzt kriegt er dafür. Das macht niemand mit unserem Prinz. Ey, sag mal. Das sehe ich selber, Kollege. Aber die lassen uns auch keine Chance hier. Wir können da nicht mal drüber springen und von hinten angreifen. Da müssen wir uns jetzt hier durchboxen. Hey, sag mal. Das ist nicht die feine englische Art, hier von hinten anzugreifen. Das hab ich erfunden, Junge. Helf mir! Na, das geht ja auch schon wieder nicht. Mann, was ist denn heute los hier? Als würde ich das erstmal spielen. Das gibt's doch gar nicht. Und Farah wird auch schon wieder angegriffen. Helf mir! Da hilft nur eins. Da machen wir hier mal langsam und hoffen, dass das hier mal gut geht und so. Dass wir hier vielleicht den einen oder anderen mal erwischen können. Und das ist mal ein richtig fieser Angriff. Ich muss mir erstmal hier was zu trinken gönnen. So, das... Ah, Junge! Ich hab... war doch noch am Springen. Da kannst du mich doch hier nicht angreifen, du Elendiger. Und du wirst jetzt mal den Dolch zu spüren bekommen. Sehr schön. So, und wir sehen schon, wie der Save Point wird immer strukturierter. Wir dünnen die Gegner hier richtig aus. Wir machen unsere Sache richtig gut. Jedenfalls im Moment. Und da ist schon wieder einer. Jetzt reicht's hier aber gleich mal. Die nehmen langsam Überhand hier und das können wir uns nicht leisten, hier schon wieder so einen heftigen Treffer einzustecken. Diesen Beinfeger, den können wir auch nicht. Den können wir auch nicht abblocken. Verdammt! Da müssen wir weiter zurückgehen. Menschenskinners! Und da ist er, da liegt er, jawoll ja. Aber es kommen immer wieder neue hinterher. Jetzt haben wir hier schon drei von den heftigen Viechern. Ob das gut geht. So, wir kümmern uns erstmal um den Kameraden hier. So, und auf ihn. Und die wachsen hier echt nach. Hier muss irgendwo ein Nest von denen sein.
Ob wir die wohl beim Essen gestört haben, dass die jetzt so pissig sind oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen sie gar nicht gut auf uns zu sprechen zu sein. So, der nächste kaputt. Und der nächste eingesammelt. Du kommst jetzt in eine Plastiktüte, Freundchen. Und nebenbei machen wir dich auch noch kaputt. Und natürlich dich. So, nehmen wir mit. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, was uns im nächsten Abschnitt erwartet.